Hallo zusammen, das Jahr geht zu Ende. Wir haben jetzt Anfang Dezember. Das Weihnachtsgeschäft, das war bei uns noch nie gut, weil 12 Volt Kühlgeräte im Transportsektor, bei uns liegt Schnee, da diskutiert keiner über Kühlung. Im Caravan, die jetzt noch unterwegs sind, sind im Süden unterwegs, da kann auch der Kühlschrank noch. Boote, die sind eingewintert, da interessiert keiner, ob das Bier im Kühlschrank kalt ist. Aus diesem Grund ist bei uns im Dezember immer relativ ruhig. Aus diesem Grund ist auch das Jahr schon fast zu Ende. Wir sind am neue Jahr vorbereiten, wir sind am Kataloge machen, wir sind die Messe in Stuttgart am Vorbereiten, die dann CMT Stuttgart, die ist vom 13. bis 21. Januar. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen, aber was haben wir für neue Produkte fürs nächste Jahr? Nichts, es kommt ein neuer Kühlschrank, den stelle ich euch dann irgendwann vor. Wir haben den kleinen Nano-Kompressor, der ist, ich habe Muster. Ich habe auch eine Palette mit 200 Stück bestellt. Ich habe jetzt eigentlich bekommen hätten sollen. Der neue Termin ist Februar 2024. Und wenn ich an den alten Chef Erik von Danfoss denke, der hat immer gesagt, weißt du, 2024 ist auch noch Weihnachten 2024. Er hat nicht Unrecht. Dieses Jahr ist der Markt extrem zusammengebrochen. Was bei uns extrem zusammengebrochen ist, sind die sogenannten Dachzeltcamper, die einfach noch eine Kühlbox brauchen zum Campen gehen. Die haben sie jetzt eine gekauft, ob bei uns oder sonst jemanden. Aber nächstes Jahr haben sie so eine Box und hatten jetzt schon. Auch die ganzen Selbstausbauer, die haben sich ja relativ früh schon mal ein Kühlgerät gekauft. Die sind jetzt teilweise noch am Ausbauen. Die kommen dann mit Problemen der Elektrik, weil wenn der Kühlschrank, also wenn das Bier ja nicht kalt ist, dann ist der Kühlschrank schuld. Nur wenn der Kühlschrank keinen Strom kriegt, ist das Bier warm. Das heißt, es muss nicht unbedingt am Kühlschrank liegen. Also ich habe jetzt letzten Monat 3 Fahrzeuge hier gehabt. Da war der Ladebooster nicht angeschlossen. Der war zwar super verdrahtet mit dicken Kabeln, aber das D-Plus-Signal oder vom EBL-Block hat gefehlt. Der hat gar nicht geladen. Im Sommer ging es vielleicht mit Solar. Jetzt, wo die Solar weg ist, lädt es nicht mehr. Batterie ist dann leer. Ja gut, wenn die Batterie leer ist, geht der Kühlschrank nicht. Und wer ist schuld? Die Brauerei, weil die hat zu kaltes Bier geliefert. Wir haben jetzt sehr viele Selbstausbauer, noch die nachrüsten, oder Selbstausbauer, die ihr Fahrzeug verkauft haben. Und der neue Besitzer weiß dann nicht, was Sache ist. Der muss sich informieren, das ist ganz klar. Und diese Ausbauten sind nicht Standard. Also ich weiß, bei den weißwaren Wohnmobilen, bei Standardbooten, da habe ich eine Standardelektrik drin, seit Jahren. Bei den Selbstausbauern, da gibt es sehr viele neue Ideen. Bis man sich da reingedacht hat, braucht es dann 2-3 Minuten mehr Zeit. Ja, zu den Aussichten auf nächstes Jahr. Im Produkte, der Kompressor hier, das legen wir mal noch auf Eis, da der kleine Nano, ein kleines Spielzeug, hat aber die gleiche Leistung. Ich habe ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Gibt es neue Kataloge? Die sind bereits auf der Homepage und unten im Beschrieb verlinke ich die zwei. In der Schweiz haben wir einen wesentlichen Aufschlag. Wir haben statt 7,7% Mehrwertsteuer nächstes Jahr 8,1% Mehrwertsteuer.
Also wir müssen die ganze Buchhaltung, die ganze Fakturierung und so weiter umstellen. Wir passen auch die Preise an und gehen dann da noch ein bisschen human hoch mit den Preisen. Wenn ihr jetzt dieses Jahr noch bestellt, noch Mail im Januar drin, die erste Woche geht auch noch, dann kriegt ihr den alten Preis. Aber in Deutschland, da schlagen wir richtig zu. Wir reden rund von 20% Preisaufschlag. Das Problem ist, wir haben eine neue CO2-Steuer auf Kühlgeräte. Es macht nicht viel aus, aber es summiert sich. Wir haben auf der Logistik, auf den Transportkosten massive Aufschläge durch die CO2-Abgabe, die die EU einführt. Wir haben Regeln vom Zoll, die uns sehr viel Aufwand, auch finanziell kosten, die müssen bezahlt werden. Wir haben mehr Kosten beim Import, weil wir Geräte aus der Schweiz in der EU nochmals verzollen müssen. Wir kommen nicht drum herum, es ist so. Also der deutsche Staat, der die EU finanziert, braucht Geld. Und wo holt er es? Beim kleinen Bürger, das heißt bei euch, die jetzt bei mir zuhören. Aus diesem Grund schlagen wir mit den Preisen auf, klar. Sagen die einen, ja gar, du kannst jetzt nicht aufschlagen bei der jetzigen Situation. Doch, ich muss. Für diejenigen, die jetzt das Video hören und sich irgendwo die Gedanken tragen, ich weiß, unsere Mitbewerber, nee, sind nicht Mitbewerber, die sind auch nur im Markt, die schlagen auch auf. Das Einzige, was nicht aufschlägt, sind diejenigen, die ihre Lager voll gepumpt haben und jetzt ihre Ware abverkaufen müssen. Da mache ich euch im End auch ein Video, oder habe ich schon gemacht, ich verlinke es euch. Und somit werden wir nächstes Jahr massiv aufschlagen in Deutschland. Der Katalog ist verlinkt, da sind die Preise vom nächsten Jahr schon drin. Den verlinke ich euch unten oder auf der Startseite unserer Homepage ist der auch schon verlinkt. Dieses Jahr war heftig und wir machen jetzt Betriebsferien. Und zwar machen wir am 23. Dezember den Laden dicht bis zum 7. Januar. Nächstes Jahr, also 2 Wochen sind wir nicht, vielleicht sind wir ein bisschen erreichbar, aber in der Regel sind wir nicht erreichbar. Wir werden keine Mails beantworten, wir werden nichts versenden, wir werden nichts annehmen. Wir haben einfach den Laden dicht. Punkt, fertig. 2 Wochen zu. Ich bin nicht da, zu. Ich bin, die einen wissen es, wo ich bin. Aber da bin ich nicht erreichbar. Ich habe da zwar besseres Internet wieder hier, aber nicht erreichbar. Und somit wünsche ich euch ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht kommt noch ein Video vor Weihnachten, aber wir hören uns sicher nächstes Jahr. Hier verlinke ich euch das Video von der Markteinschätzung für die Kühlboxen, die ich gemacht habe. Und hier unten so kleiner Kompressor hier, den wir vielleicht 2024 kriegen. Und somit wünsche ich euch einen guten Tag.